Heyo, was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zur letzten United Future Folge auf meinem Kanal. Das Ganze nimmt hier heute sein Ende im Spiel um Platz 3. Ihr habt mit Sicherheit das gestrige Video gesehen. Wir sind sehr, sehr traurig ausgeschieden im Golden Goal. Aber ja, so sind wir jetzt hier gelandet im Spiel um Platz 3 gegen den guten Tabak. Ja, Tabak und ich haben ja auch schon ganz, ganz oft gegeneinander gespielt. Auch dieses Jahr schon etliche Partien. Und das Hinspiel haben wir jetzt gerade auf Tabaks Kanal aufgenommen. Checkt den Link in der Beschreibung ab. Ganz oben ist er. Da ist das Hinspiel verlinkt. Ja, auf der PS4 haben wir gespielt. Jetzt spielen wir wieder PS5 bei mir. Ich werde das Ergebnis jetzt gleich spoilern. Deswegen checkt es echt ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. In 3, 2, 1. Ich habe das Hinspiel 2 zu 1, ich dachte gerade 1-0 oder 2-1, auf jeden Fall mit einem Tor Vorsprung 2 zu 1, meine ich, für mich entscheiden können. War ein bisschen lucky, habe auch noch eine dicke Chance liegen lassen am Ende. Aber Tabak hatte jetzt von der Statistik her auf jeden Fall ein bisschen mehr vom Spiel, weil er halt oft probiert zu lupfen und so. Wir gucken jetzt, wie es im Rückspiel läuft. Die Konvo im Hinspiel hat auch echt kacke. Ich möchte mich hier aber natürlich nochmal für den ganzen Support bedanken. Lasst bei Tabak ganz viel Liebe da. Danke für die ganze Liebe auf den United-Folgen. Danke auch nochmal an Broski fürs Einladen. Also ich muss sagen, United ist so das FIFA-Event, womit ich mich halt immer mit am meisten drauf freue, YouTube-technisch, weil ich es einfach mega geil finde, auch gegen die anderen zu zocken und dieses Teambuilding. Und dieses Jahr sind wir leider nicht ins Finale gekommen, aber ins kleine Finale. Ja, es geht hier ja auch noch um was, weil sollte ich hier das Ding für mich entscheiden können, gibt es ja auch noch 1000 Euro in Sachen von Gewinnspielen für euch. Deswegen, diese 2-1-Führung muss ich jetzt über die Zeit bringen. Das heißt, über die Zeit bringen. Am besten noch ausbauen. Komm schon. Pushen. Let's go. Oh Mann, nee, was ist das denn für ein Pass gewesen? Neymar, komm, stark. Ganz wichtig. Ah, aber da war jetzt... Nein. Nicht da rumkomme. Blanc, komm schon. Oh mein Gott, Monka ist. Ja, natürlich schlittert er da vorbei. Oh mein Gott, ich dachte, er geht ins Kurze. Ja, da war ich zu passiv, da bin ich selber schuld. Komm, jetzt tritt vorbei, ey Mann. Es kann nicht wahr sein, was... Ja, Statistik. Ball haben wir, Schüsse keine. Noch ist nichts angebrannt. Es steht noch unentschieden insgesamt. Zweite Halbzeit muss aber jetzt was kommen. Tabak steht hinten sehr, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Oh, das tut mir leid, Digga. Das tut mir so leid. Er hat so gut gemoved und wird trotzdem bestraft. Boah. Ja, es war klar, dass er da auf Neymar spielen will. Nein, wenn ich den direkt durch auf Neymar bekomme, ist ein Tor. Steht gut. Oh, das hat er verkackt. Boah, es bleibt spannend. Ein Tor nur. Boah, nicht, bitte nicht noch ein Entscheidungsspiel. Wenn er hier noch ein Tor macht, dann ist schon wieder wahrscheinlich Golden Goal. Komm schon. Boah, was? Wie hält er den? Oh, was ist das für ein Pass? Abpfiff. Eieiei. Oh. Also da hatten wir gerade noch die Entscheidung auf dem Fuß. Krank, wie der Ding gehalten hat, aber Tabak auch so viel Pech in dem Spiel gehabt. So viel Pech. Zum Glück in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss mehr zugelassen, aber boah, der hatte schon richtig viel Pech. Das tut mir richtig leid. Ja, damit sind wir Platz 3. Haben wir also der Pfostentreffer.
Ich meine, okay, das war keine hundertprozentige. Und das Tor, vor allem das Tor, wie das bei mir passiert ist, das ist das Eklige. Dass er da den Torwart richtig gut gemoved hat und nicht belohnt wurde. Ich muss jetzt eben einen Anruf tätigen, ja. Broski, bist du gerade schon am Stream? Ja, ja. Bist du gemutet? Warte. Ich habe gerade gegen Tabak aufgenommen, Spiel um Platz 3 und habe richtig glücklich gewonnen. Könnte man es machen, dass seine Community auch 500 Euro fürs Giveaway bekommt, also dass man das teilt? Ja, easy. Okay. Ja, geil. Okay, das wollte ich nur fragen. Korrekt. Ich habe gerade so Paranoia gehabt, ob ich mich wirklich gemütet habe. Ja, alles gut. Nein, ich wollte nur nicht das Ergebnis spoilern, deswegen mute. Okay. Ja, okay. Okay. Hey, klar, kannst du machen. Schreib dir das auf den Tabak noch. Okay, easy mache ich. Danke dir. Tabako. Jo. Oh mein Gott, du tust mir so leid, Digga. Was war das? Was war das für ein Spiel, Mann? Das Tor erstmal, du hast so gut gemoved. Ich sag noch, oh mein Gott, er hat ihn so gut gemoved. Und dann kommt der Ball genau für meine Füße zurück. Und dann noch der Pfostentreffer. Boah. Ja. Nicht so schlimm, aber war schon belastend. Vor allem im ersten Spiel, finde ich, hätte ich auch vielleicht noch unentschieden. So ja, auf jeden Fall. Ausruhen können. Ich habe gerade Broski angerufen und habe gefragt, ob wir das splitten könnten, weil ich finde, die hat keinen an dritten Platz verdient gehabt. Und er meinte, es wäre okay, doch, Digga, lass machen. Dann hast du auch 500 Euro für deine Community, doch, komm. So, Jungs, ich melde mich jetzt hier nochmal nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Danny von den Telefonaten hier reingeschnitten hat, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ich weiß, wie gebrochen ich nach dem Halbfinale war, weil es so undankbar war, wie ich rausgeflogen bin. Und ich finde, jetzt hatte ich ein bisschen die Rolle von dem, der von EA bevorzugt wurde. Deswegen habe ich gerade mit Tabak gesprochen. Und mit Gamer Brother vor allem auch. Und es ging ja um 1000 Euro für die Community zum Verlosen. Und klar, ich habe jetzt hier heute auf dem Papier gewonnen. Aber ich denke, wir sind beide ein guter dritter Platz. Und deswegen werden wir das einfach splitten, dass es für jede Community was Nices zum Verlosen gibt für 500 Euro. Ich denke, damit fahren wir am besten. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit den Videos. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Broski, auch jetzt für diese Vereinbarung mehr oder weniger. Und auch für die Einladung. Fühlt euch alle geküsst. Danke fürs Zuschauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein. Let's go!